Blauer Himmel im Saarland. Ja, die Zentralgarage, die hat einen ganz großen Servicebereich. Sie sind nämlich Gewerbepartner und Transitcenter. Und das ist wirklich nicht jeder, denn man braucht einige Voraussetzungen dafür und ihr habt unglaublich viele Autos. Hier ist Kevin Schwarz, grüß dich Kevin. Hallo. Ja, du bist jetzt frisch gebackener Kfz-Meister. Genau, richtig. Seit einer Woche fertig mit der Meisterschule. Ja, was ist das für ein Feeling? Wunderbar, nochmal Freizeit jetzt. Es war viel Arbeit, oder? Es war sehr viel Arbeit, ja. Ja, die Anforderungen steigen, das heißt also, ich sag mal, der Beruf Kfz-Meister hat sich komplett gewandelt. Du bist jetzt wie alt? Ich bin jetzt 25. 25, ja, ein Erfolgsmodell. Davor hast du eine Ausbildung gemacht? Genau, als Kraftfahrzeugmechatroniker, ganz normal die Ausbildung, dann in der Werkstatt gearbeitet ein paar Jahre und ja, jetzt im Nutzfahrzeugbereich bei uns gewechselt und da jetzt seit 2-3 Jahren Werkstattleitung, Serviceberatung und ja. Nutzfahrzeuge, großes Thema. Die Autos müssen funktionieren. Man kann mit Fug und Recht behaupten, Ford baut stabile Nutzfahrzeuge, oder? Genau, richtig. Wir haben kaum noch Probleme. Die Fahrzeuge laufen einwandfrei, auch weit über die 200.000 Kilometer ohne Probleme, haben wir ja selten Schwierigkeiten. Ja, ihr habt sogar so, ich sag mal, jetzt im Kurier- und Lieferdienst Autos, die haben rekordverdächtige Kilometerstände, oder? Genau, richtig. Also wir haben gerade im Lieferdienstbereich auch einen Kunde, der schon weit über die 200.000 Kilometer ist, alles noch von Werk aus, nichts neu gemacht worden. Ja, was ich, genau, ich sehe relativ oft bei anderen Fabrikaten Rost. Also gerade bei Nutzfahrzeugen hinten an der Tür, ich will jetzt keine Namen nennen, also da brauchen wir nicht groß gucken, selbst große deutsche Marken haben da Rostbeschlag. Bei Ford sehe ich das nie. Richtig, also die Verarbeitung ist mittlerweile sehr gut. Da ist es ganz selten der Fall, dass da mal Korrosion auftritt und selbst wenn, haben wir auch eine Durchrostungsgarantie von bis zu 12 Jahren, wo das dann auch Garantie behoben wird. Ja, was mir nämlich auffällt, selbst neueste Fahrzeuge oder Fahrzeugreuen von anderen haben Rostansätze. Ja, das ist ein typisches Fahrzeug, was ihr habt, das ist ein Transit. Genau, richtig, das ist ein großer Transit. Hier ist er hinten, ja. Das Thema Service, ganz, ganz wichtiges Thema. Wir haben hier hinten, ich zeig's mal gerade, eine Kardanwelle mit drin. Wir haben hier einen Heckantrieb, genau. Das ist offen. Ja, da muss man ab und zu mal reingucken, oder? Ja, also die sind mittlerweile schon relativ wartungsfrei. Das ist schon empfohlen, ab und zu mal auch beim Differential von der Hinterachse mal einen Ölwechsel zu machen. Aber auch da haben wir ja keine Probleme. Genau, das heißt, ihr habt so einen Punktecheck, wenn ihr durchgeht. Also jetzt bei einer Kontrolle. Die Fahrzeuge sind ja tagtäglich im Einsatz. Genau. Was erlebt ihr schon bei relativ jungen Fahrzeugen, wenn man nicht zum Service fährt? Ja, also was sehr gefährlich ist, dass die Inspektionen vernachlässigt werden, auch kein Ölwechsel gemacht wird. Und das kann dann schon zu Motorschäden führen, weil wir heute sehr flexible Intervallen haben bei dem neuen Transit schon mit 60.000 Kilometer oder zwei Jahren. 60.000? Genau, 60.000. Und wenn man da dann die Inspektion erst bei 80.000 Kilometer macht, dann ist das Öl 80.000 Kilometer am Stück im Motor und dann kann das schon zu Schäden führen. Das ist aber kein Materialfehler, sondern die vernachlässigte Pflege vom Fahrzeug. Und wenn man die Fahrzeuge pflegt und regelmäßig Inspektionen macht, hat man da keine Probleme und auch dann auch keine Probleme, falls noch was passieren sollte mit der Garantie oder Kulanz. Ja, es geht ja auch darum, ich sag mal so, es gibt einige Mythen, wie zum Beispiel ich sag mal, Fahrzeughändler, die verdienen ihr Geld mit dem Öl. Da wird das Öl reingekippt, ihr kauft das einen für 1 Euro und verkauft für 15. Ölwechsel ist wichtig. Also das ist jetzt nicht zu vernachlässigen. Genau, richtig, richtig. Also wir sind nicht auf, über Teile oder Öl Geld zu verdienen, sondern wir müssen ja auch nach Herstellervorgaben vorgehen. Da ist nicht das der größte Punkt, dass wir jetzt dem Kunden das Geld aus der Tasche ziehen wollen, sondern es ist wirklich sehr wichtig. Genau, hier sieht man es nämlich hinten. Ja, das sind so die Stellen, wo es halt rosten kann mit allem drum und dran. Du selbst als Meister jetzt, du bist zufrieden mit der Produktqualität von Ford? Ich bin sehr zufrieden, ich habe nichts auszusetzen. Ich habe auch schon bei anderen Herstellern gearbeitet und ich kenne auch Schlimmeres. Also über Ford kann man eigentlich nichts Negatives mehr sagen. Die letzten Jahre hat sich Ford sehr stark gewandelt. Ja, man kann unten drunter gucken. Es ist ja nicht nur das Thema Rost, sondern auch Fahrkomfort. Man fährt ja heute praktisch so einen Lieferwagen, fährt man ja fast wie ein Pkw. Nicht nur fast, eigentlich schon genauso. Also vom Fahrkomfort her ist das wie Fahren beim Pkw, auch für Langstrecken einwandfrei geeignet. Gerade die Modelle Transit Custom, das Tourneo Custom, das ist schon ein schönes, richtiges Familienauto auch. Ne? Die unterscheiden sich hauptsächlich in der Nutzlast, nehme ich an, und in der Größe. In der Größe, Nutzlast, Ausstattungsvarianten gibt es natürlich verschiedene. Bei dem Transit Custom, Tourneo Custom gibt es natürlich auch gehobenere Ausstattungen. Das ist ein großer Unterschied. Nutzfahrzeug ist nicht gleich Nutzfahrzeug. Hier vorne steht ein Toller. Das ist jetzt ein Pickup, ja. Das ist auch ein Nutzfahrzeug. Das ist auch ein Nutzfahrzeug. Fürs Gelände
das A und O und auch für privat zu fahren, auch ein Spaßfahrzeug. Die werden hart rangenommen. Wie sieht es da aus mit der Lenkung, Achsen und so weiter? Die stecken einiges weg? Die stecken alles weg. Also wir hatten im Fahrwerk noch gar keine Probleme. Okay, also da ist nicht mal eben die Spur verstellt oder so irgendwas, sondern das ist hochrobust, oder? Korrekt, also da haben wir gar keine Probleme. Das Fahrwerk hält so ziemlich alles aus. Ja, vorne haben wir einen anderen, das ist ein Transit Connect. Das wird schon oft als Familienfahrzeug verwendet. Jein, also auch möglich mehr der Kurier, kleinere Variante. Connect ist auch gefragt im Nutzfahrzeugbereich, im Gewerbebereich. Gibt es auch verschiedene Varianten mit Ladefläche, mit Sitzen, alles Mögliche. Da gibt es verschiedene Verwendungszwecke. Im Privatbereich noch nicht so durchgesetzt, aber da gibt es auch viele Möglichkeiten im Privatbereich, den zu verwenden. Gerade preislich gesehen ist das eine gute Alternative. So, das ist keine normale Hebebühne, die kann ein bisschen mehr, oder? Ja, also wir haben jetzt zwei neue Hebebühnen. Ja. Einmal diese Hebebühne und hinten dran die Hebebühne. Ja. Das sind unsere zwei neuen Hebebühnen. Die ist auch brandneu, oder? Die sind brandneu, die sind bis 4,5 Tonnen. Und gerade jetzt im Nutzfahrzeugbereich, mit den Transits, mit kleinen Hebebühnen kommen wir nicht mehr weit. Und die sind jetzt für alle Transitmodelle eigentlich wunderbar geeignet. Falls wirklich mal was Schwereres kommen sollte, haben wir da rest eben dran noch eine 6-Tonnen-Bühne. 6 Tonnen, warte, wo? 6 Tonnen, genau. Die blaue Bühne hier, genau. Und wenn wirklich schon was Schwereres kommt, also wir bekommen alles angehoben. Ne? Das könnte ja auch mal ein Fahrzeug sein, das komplett beladen ist. Ja, das kann ja auch passieren, richtig, oder? Richtig. Also selbst wenn das Fahrzeug dann mal voll beladen ist, im Notfall haben wir diese Bühne noch frei oder gerade die Wohnmobile. Dafür ist die Bühne ideal geeignet. Ne? Das heißt, ihr könnt jedes Nutzfahrzeug von Ford warten hier? Wir können jedes Nutzfahrzeug warten, ohne Probleme. Elektronik und so weiter. Was ist denn so die, ich sag mal, Intention? Du könntest ja jetzt überall arbeiten. Warum gerade Ford Nutzfahrzeuge und warum gerade die Zentralgerade? Also ich habe an der Ford-Werkstatt auch gelernt. Ich kenne die Fahrzeuge. Ich bin auch immer nur Ford gefahren, nichts anderes. Und gerade hier in der Werksnähe auch, ne, ist man da schon ein bisschen dann Ford verliebt, sage ich immer. Ne? Und für mich gibt es momentan nur kein nichts anderes. Ne? Also Ford ist. Und warum hier in der Zentralgerade? Weil es ein Top-Filmer ist. Es ist nahbar, gell? Das ist ein unglaublich. Die Chefs sind alle, ich sag mal, ihr seid alle per Du, oder? Genau, die Chefs sind, mit denen kann man gut reden, die sind freundlich, es ist sehr familiär. Man kann auch dann mal, wenn Firmen feiern sind, mit jedem gut umgehen. Man hat jetzt nicht wie in ganz großen Firmen das Problem, dass sich da Gruppen bilden oder in der Richtung, sondern hier kommt jeder mit jedem zurecht im Endeffekt. Ne? Ihr kennt die Kunden alle persönlich. Ich habe ganz viele Nutzfahrzeuge, muss man sagen. Also genau. Seid also einer der, da bitte ich die Regie einfach mal ein paar Bilder von den Nutzfahrzeugen einzublenden. Wir haben einen Nutzfahrzeugtag. Ihr liefert die Feuerwehr, ihr habt Spezialaufbauten, DRK. Also ich glaube, ihr habt alles schon beliefert, oder? Genau, richtig. Wir haben sehr viele Gewerbe im, in der Kundschaft. Und, Ich fährt gerade raus, genau. Das wollte ich ja mal zeigen. Also, ach so, der hatte doch ein LED-Tagfahrlicht. Da kommt der nächste Neuer, gell? Das kommt der nächste Neuer, der ist auch schon bestellbar. Ja. Auch vor allem der Ranger Raptor, auf den wir uns freuen. Wie die Schulung, wie geht das vor, wenn du jetzt ein neues Auto kriegst? Da muss doch Schulung, oder? Es gibt immer neue Schulungen, gerade neue Produkteinführungen, technische Produkteinführungen. Es kommen immer wieder, gerade im Kfz-Bereich. Der technische Wandel ist so schnell, ohne Schulungen kommt man immer hinterher. Also gerade wenn man aus dem Beruf rausgeht, ist ein Jahr draußen, dann kommt man da auch nur noch schwer nochmal rein. Das ist auch der Grund, warum du eigentlich nicht mehr in der Werkstatt bist, muss man sagen. Also höchstens im Notfall. Du kriegst ein eigenes Büro. Das Thema ist ja auch, der Kunde kommt jetzt her und sagt, ich habe um 8 Uhr einen Termin. Dann erwartet er irgendwann mal, dass das Auto fertig ist. Ja? Wie geht man da mit Verzögerungen um? Die sollten möglichst nicht passieren. Sollte passieren, ist nicht immer vermeidbar. Es kann natürlich sein, dass ein Fahrzeug mehr dran ist, als vorher vermutet wird. Und da muss man natürlich frühzeitig reagieren, den Kunde informieren, natürlich mit dem Leihfahrzeug arbeiten. Und natürlich schon schauen, dass die Fahrzeuge im technisch einwandfreien Zustand auf die Straße nochmal kommen. Ne? Ja, das Wichtigste ist das Thema Video. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, wenn zum Beispiel irgendwas kaputt ist, könnt ihr den Kunden anrufen und mit ihm videotelefonieren. Der muss nicht nochmal kommen. Genau, wir haben einen Videocheck. Wir können von den Defekten am Fahrzeug Videos machen, können die dem Kunde per E-Mail oder MMS zusenden. Und dann sieht der Kunde auch direkt, was am Fahrzeug dran ist. So, das ist auch jetzt ein Transit. Genau, richtig. So, wieder was ganz anderes. Das heißt, das Dach ist genauso hoch wie dem anderen, ist nicht ganz so lang, oder? Genau, da gibt es verschiedene Längen und Höhen, gibt es verschiedene Varianten. Es gibt verschiedene Trennwände auch. Das ist immer abhängig auch vom Gewerk, wie man das Fahrzeug braucht. Da gibt es verschiedene Variationen. Ja, was war denn so das Schönste, was du mal gesehen hast? Ich nehme an, ihr habt auch schon mal Bremsanlagen, die gibt es gar nicht mehr, oder vorne?
Das kommt leider häufiger vor, wie schon gesagt, bei den Transits mit den hohen Intervallen. Da ist zwar eine Verschleißanzeige drin, aber die Kontrolllampe wird auch gerne mal ignoriert. Und wenn die Bremsbeläge so stark abgefahren sind, dass sie auf Eisen sind, dann wird schon lebensgefährlich. Und deswegen sage ich auch, man soll Kontrollleuchten nicht ignorieren. Hat immer einen Grund. Okay, die Kontrollleuchte nicht ignorieren. So, wir gehen mal kurz an deinen Arbeitsplatz, dass wir es mal sehen. Ja, das Thema Durchsatz. Wir filmen heute am Brückentag, muss ich fairerweise sagen. Denn da ist es mal ein bisschen ruhiger. Da vorne haben wir noch stehen, den Nugget. Ihr macht unglaublich viele Wohnmobile, gell? Genau, wir verkaufen sehr viele Nuggets. Sind ja auch tolle Autos, ne? Also für den Alltag sehr gut geeignet, für den Urlaub dann ein sehr gutes Mischfahrzeug, sage ich mal, für alle Alltagslagen gut geeignet ist, ne? Er sollte allerdings die Durchfahrtshöhe beachten bei dem Fahrzeug. Der hat jetzt kein Aufstelldach. Das ist richtig, da sollte man schon drauf achten. Super, ja. Wir gehen mal kurz rein. Demnächst gibt es ein neues Büro. Genau, richtig. Das zeige ich dann auch gleich mal. Das ist noch nicht ganz eingerichtet, aber das wird bald fertig sein. So, was Besonderes, Autobild, beste Autohändler. Das kann man auch nicht kaufen, oder? Das Logo. Das kann man nicht kaufen. Das wird getestet und dann wird entschieden, welche Händler in die Rangliste kommen. So ist es. Ja, Nahbarkeit, das ist vielleicht ganz wichtig. Das ist dein Arbeitsplatz im Moment. Das neue Büro ist wo? Das ist nebenan, oder? Das ist nebenan, genau. Also momentan sitze ich noch am linken Schreibtisch, um auch für die Kunden direkt ansprechbar zu sein. Da wird allerdings demnächst ein neuer Kollege aus der Werkstatt dazukommen, um mich ein bisschen zu unterstützen. Und ich werde dann ein ruhigeres Büro beziehen, sage ich jetzt mal. Genau, da gehen wir mal kurz hin. Das ist nämlich da. Guten Tag, Herr Brülz. Hallo. Da ist er hier. So, und ihr habt nämlich einen ganz rechten Bereich und ja, da wird jetzt, glaube ich, das wird komplett Dialogannahme, oder? Nein, also wir haben hier hauptsächlich die Halle für die Fahrzeuge, die ausgeliefert werden sollen. Das meinte ich ja, genau. Genau, richtig. Ja. Und wenn es mal regnet, dass man die Fahrzeuge da reinstellen kann, sonst können wir sie nochmal waschen. Es geht darum, dass der Kunde das perfekte Auto bei der Auslieferung kriegt. Das ist ja für viele Kunden ein ganz großartiger Moment, oder? Korrekt, richtig. Der Kunde soll sich ja auch wohlfühlen, wenn er ein neues Auto bekommt. Und wenn das Fahrzeug dann natürlich schon überall Flecken hat vom Regen, das ist nicht so toll, ne? Da vorne steht dann noch ein Wohnmobil auf Ford-Basis, ganz, ganz viele Nutzfahrzeuge. Ja, es hat viel zu tun natürlich mit Orga, nehme ich an. Das heißt, du bist ja eigentlich Kfz-Mechatroniker und Meister, aber im Grunde genommen, du brauchst die Fähigkeiten fast von einer Frau, ja. Das heißt, du musst alles so ein bisschen jonglieren. Man muss schon Allrounder sein, also man muss mit den Leuten umgehen können, man muss die Kunden auch verstehen können. Man muss auch verstehen, dass die Kunden, wenn sie hierher kommen, meistens ein Leid haben. Ne? Da muss man ein Gefühl dafür haben. Ne? Ja. Und, links oder rechts, wo ist dein Büro? Also das ist das Büro vom Chef. Okay. Und rechts dran ist von mir Seim das Büro. Ja, und jetzt kommt's. Jetzt bin ich gespannt. Das ganze Saarland wird jetzt ein neues Büro sehen. Hier ist es. Ist auch nicht ganz fertig. Was ist das für ein Ding? Das ist ein Papierschredder. DSGVO, sage ich nur. Genau, ja. Richtig. Es muss alles, was nicht mehr nötig wird, vernichtet werden. Ja. Okay, und hier ist der neue Schreibtisch, hast du noch nicht aufgebaut, aber... Ja, muss aufgebaut werden, muss verkleidet werden, alles einrichten, aber es wird dann nächste Woche fertiggestellt. Ihr habt viel zu tun mit Handwerkern, gell? Ja, sehr viel. Also öffentlicher Dienst auch, nehme ich an? Öffentlicher Dienst, eigentlich alles, was hier im Saarland, was es gibt, im Handwerk, ob das jetzt auch, muss nicht nur unbedingt im Handwerk sein, allgemein auch Großfirmen, sind mit unserer Kundschaft eigentlich alles vertreten. Kann man mit dir reden, grundsätzlich? Das heißt, ihr seid nahbar... Wenn irgendwas ist, ich will zum Beispiel einen Sondereinbauten haben. Ihr habt ja jetzt eben erzählt, den Raptor zum Beispiel. Es gibt ja viele, die Pickups ein bisschen hochrüsten. Hast du da ein Herz für? Klar, also es ist alles möglich. Mit mir kann man immer reden. Wenn irgendwas umgebaut werden soll. Einzelvorführung, TÜV. Ist der TÜV bei euch zu Gast? Wir haben TÜV im Haus, ja. Das ist alles möglich. Das heißt, also das kann man direkt miterledigen und so weiter und so fort. Abgasnormen, da gibt es ja wahrscheinlich auch. Ihr habt schon einen Zusatz, der reinkommt, bei Diesel zum Beispiel? AdBlue haben wir, genau, schon seit einigen Jahren. Hat angefangen mit den Transits, dann kam die Ranger, mittlerweile auch in den Pkw-Modellen. Ohne geht es nicht mehr. Ford hat sehr, sehr lange allein durch die Motortechnik und Motorregelung das Ganze regeln können, einwandfrei. Nur ganz ohne AdBlue funktioniert das leider heutzutage nicht mehr. Ist nicht erreichbar. Was ist das für eine Funktionalität mit dem AdBlue? Das wird mit eingespritzt oder wie? Das wird in die Abgasanlage eingespritzt. Okay. Das wird in den Auspuff eingespritzt und wird an den heißen Abgasen entzündet sich das AdBlue bzw. geht eine chemische Reaktion ein. Okay. Dadurch entsteht Ammoniak und das reduziert die Stickoxide und dadurch werden die Abgaswerte dann somit erreicht. Ja, es wird ja wahrscheinlich am Diesel wird zunächst wahrscheinlich im Nutzfahrzeugbereich nicht viel vorbeigehen. Hybrid, wird das ein Thema kommen bei Nutzfahrzeugen? Hybrid kommt auch.
im Transit werden verschiedene Hybridvarianten jetzt auf den Markt kommen. Pkw-Bereich wird Ford jetzt auch sehr stark nachlegen. Da kommen noch sehr viele neue Modelle auch, die noch nicht auf dem europäischen Markt so... Ja, ist ja dieses Jahr. Jetzt ist keine Nutzfahrzeug dieses Jahr, aber trotzdem sieht man ja im Pkw-Bereich viele Nutzfahrzeuge, die dann da kommen. Und das Thema Hybrid bedeutet, dass die Bremsenergie, also es hängt davon ab, welcher Hybrid, wahrscheinlich kein Plug-in, oder? Oder kommt das auch? Kommt auch. Es kommt Plug-in. Wir werden einen Mild-Hybrid einführen. Ein was? Ein Mild-Hybrid. Das heißt, der unterstützt, das ist nur ein kleiner Elektromotor. Das heißt, das Fahrzeug fährt rein mit dem ganz normalen Verbrennungsmotor. Zum Anfahren, oder? Genau, und der Elektromotor unterstützt nur im Anfahren oder bei geringen Lasten. Das ist nur eine Unterstützung, was auch schon einiges am Kraftverbrauch ausmacht. Ja, was ein Riesending ist, ist die dass Energiegewinnung durch Bremsen ist, glaube ich, ein Megathema. Richtig. Das heißt, die Bremsanlage wird geschont, die Bremsenergie wird reingeschoben in den Akku und beim nächsten Anfahren hat man es wieder, spart unglaublich viel Sprit. Genau, richtig. Gerade beim Hybrid haben wir es ja schon lange mit der Rekuperation, dass die Energie, die durch Bremsen normalerweise ja verloren geht, wieder zurückgeführt wird. Und ich bin auch schon oft Hybrid gefahren, oft Lägen gefahren, wir meist mit Hybridfahrzeugen und das funktioniert sehr gut. Ja, das wird kommen. Ja, Elektromobilität, ihr braucht eine Zulassung, egal welches Elektrofahrzeug kommt, braucht man eine extra Zulassung für, gell, als Werkstatt. Richtig, also ein bisschen geschult werden für alle verschiedenen Variationen, die es gibt, auch für die verschiedenen Modelle, weil jedes Fahrzeug wiederum ein bisschen anders ist. Da gibt es verschiedene Stufen, die da auch eingehalten werden müssen, damit man überhaupt dran arbeiten dürfen. Also das ist dann schon, also da soll kein Laie dran arbeiten, auch nicht privat was dran arbeiten. Hochvolt, sage ich nur. Genau. Das heißt, also wenn so ein Ding mal abbrennt, da weiß man, was passiert ist. Ja. Erstens das und zweitens, wenn man selber Hand anlegt, das kann lebensgefährlich enden. Also da ist die Schulung schon sehr wichtig. Da ist so, es hat nichts zu tun mit 12 Volt, was da drin vorgeht, oder? Das ist richtig Hochspannung. Das ist Hochspannung, ja. Also da... reden wir von Drehstrom, Hochspannung und da sollte man die Finger weglassen, wenn man keine Ahnung hat. Ja, ich habe ja schon gehört, so der ein oder andere Händler, der nimmt jedes Elektroauto in seine Werkstatt rein. Das heißt, selbst Reifenwechsel darf man nicht mehr, gell? Korrekt, man muss vorher eine Schulung machen. Das Fahrzeug muss in der Regel Spannung freigeschaltet werden und da braucht man zumindest mal die Grundausbildung dafür. Und beziehungsweise es kann auch ein Geselle dran arbeiten, wenn er unterwiesen wurde und vorher von dem Fachpersonal das Fahrzeug spannungsfrei geschaltet wurde. Ja, wir sind bei der Zentralgarage in Dillingen. Kleiner Einblick in die Nutzfahrzeugwerkstatt. Ihr habt noch eine Riesenwerkstatt für PKWs. Genau, richtig. Wir haben noch zwei Häuser weiter unser Hauptgebäude. Das ist hauptsächlich für die PKWs und die Privatkunden. Und das ist noch ein bisschen größer wie hier. Und das Ganze haben wir ein bisschen getrennt, dass wir hier auch für die Gewerbekunden schneller verfügbar sein können, weil die Fahrzeuge müssen laufen, gerade wenn wir jetzt von den Rettungswagen zum Beispiel reden oder Feuerwehr. Das kann nicht eine Woche oder zwei dauern, wenn es hart auf hart kommt. Dann sollte das schon, wir haben da immer Notfalltermine frei. Das, okay, das bedeutet, die haben wahrscheinlich andere Servicepläne. Also da geht es ja wahrscheinlich auch um die Bereitschaft, dass ihr das erfüllen könnt. Wie sieht es aus am Wochenende? Großes Thema ist ja, jetzt bleibe ich mit so einem Teil mal stehen, ja, bin voll beladen. Was darf so ein Transit wiegen unter voller Befuhr, das größte Modell? Das ist prinzipiell ist das egal. Falls wirklich mal harte Fahrt kommen sollte und das Fahrzeug bleibt liegen, wir kooperieren mit der Ford Assistors, dann kommt kostenfrei auch ein Abschleppdienst raus. Die können jetzt alles abrufen. Wohnmobil, egal. Das ist egal. Und dann kommt auch dementsprechend zum Beispiel ADAC oder ein Partner, kommt dann raus mit dem dementsprechenden Fahrzeug und kann das Fahrzeug dann in die nahegelegene Werkstatt bringen. Und ja, im Notfall sind wir auch am Wochenende, samstags, haben wir zwar nicht offiziell geöffnet im Nutzfahrzeugservice, allerdings passiert was, Feuerwehr, Polizei, irgendwas, geht was kaputt? Sind wir auch abrufbar. Ne? Also okay. Es ist schon möglich, dass man da kurzfristig dann noch was machen kann. Ja, vielen Dank, Kevin Schwarz. Und wenn auch Sie mal ein Nutzfahrzeug haben von Ford, könnt ihr auch andere Modelle, aber ihr macht eigentlich nur Ford, oder? Wir machen nur Ford. Es ist auch schon möglich, dass im Notfall auch mal ein Fremdfabrikat gemacht wird. Natürlich nicht zwingend, aber wenn jetzt... Aber Schulung, ich glaube, jedes Auto ist da im Speziellen anders. Und du kennst aber die Motoren, wie viele verschiedene Motoren gibt es allein bei Ford? Wahrscheinlich unzählige im Laufe der letzten 20 Jahre. Ja, mittlerweile ist das nicht mehr überschaubar, wie viele verschiedene es gibt, aber es sind einige. Also wenn einer kommt und ihr stellt zunächst die Frage, bitte Fahrzeugschein, hat das einen Sinn? Denn ihr könnt da reingucken, ihr seht jedes Modell on Detail im Rechner. Genau, also wenn wir das Fahrzeug nicht mehr angelegt haben, mit dem Fahrzeugschein legen wir alles an, können dann auch die Daten abrufen vom Ford-Netzwerk und sehen dann auch, wie das Fahrzeug ausgestattet ist und können dementsprechend auch agieren. Ne? Okay, das heißt also auch Transit so mit Laufleistung 5 Jahre, die sehen gut aus, oder? Ja, also wie gesagt, mittlerweile eine gewisse Pflege muss natürlich immer sein.
Das ist ganz klar. Aber die Fahrzeuge, die gut gepflegt werden, da spricht man nicht mehr von Rost oder sonstiges. Wie gesagt, die neuen Transits mit den neuen Motoren, soweit gar keine Probleme. Super. Sagt Kevin Schwarz und dann nochmal ein Blick auf den Hof. Wir blenden euch bei dem Video einfach mal zwischendurch immer wieder ganz tolle Aufnahmen, haben wir nämlich gemacht. Wir hatten vor kurzem einen Tag, da hatten wir nämlich alle verschiedenen Aufbauten oder ganz, ganz viele da. Da gibt es ja unzählige Aufbauten und die blenden wir immer wieder mal ein. Okay, danke Kevin Schwarz und dann noch viel Erfolg und herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, die Mama sieht das Video, ja, zur bestandenen Meisterprüfung. Da war ihr schon stolz in der Family, oder? Selbstverständlich. Ich hoffe, es gab eine kleine Feier oder gibt es noch? Gibt's noch. Tschüss, Kevin.